Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Ihrem Orientteppich Wasch- und Reparaturspezialisten aus der Speicherstadt. David Rosenberg, Ihr Orientteppich-Experte seit 1960. Einen wunderschönen guten Abend und recht herzlich willkommen zur Oriental Night. Liebe Freunde, wir sind heute wieder einmal unterwegs und aus der Speicherstadt und berichten von hier über eine ganz besondere Mission. Denn die Knüpferkunst ist eines der ältesten und ich würde schon sagen eines der ruhmreichsten Traditionen der orientalischen Handwerkkunst. Und darüber möchten wir uns heute unterhalten mit David Rosenberg und weiteren Protagonisten und wollen euch alles mal erklären und näher bringen. Worauf achtet man bei so einer Kunst? Worauf kommt es überhaupt bei so einer Teppichkultur und Teppichpflege an und so weiter und so fort. Es wird auf jeden Fall eine Fülle an Informationen geben und ich würde sagen, nicht zu viel Zeit verlieren. Liebe Freunde, wir sind in der Speicherstadt weiterhin und an meiner Seite Georg und David, in diesem Falle ja der Namensgeber, ja, David Rosenberg. Schön, dass wir hier sein dürfen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Sag mal, David, was kommt eigentlich heute auf unsere Zuschauer und auf uns zu? Also, heute könnt ihr euch das mal so alles aus der Nähe anschauen. Das bedeutet, wie die Abgabe funktioniert, die Teppiche, wie Reparaturwäsche funktioniert, worauf es ankommt zum Beispiel auf einer Wäsche, auf einer Reparatur. Und etwas später sehen Sie dann auch zum Beispiel einen Sachverständiger, der wird Ihnen auch so alles erklären, worauf zum Beispiel, worauf man auf dem Teppich achten muss, der Wert des Teppichs, die Herkunft, wie teuer sowas ist im Allgemeinen. Das wird man dann heute alles sehen. Ja. Das wird auf jeden Fall sehr spannend, liebe Freunde. Georg, euch gibt es ja jetzt schon Tradition, Familientradition muss man ja sagen, seit 50 Jahre? Wie war das? Anfang der 60er Jahre. 50 Jahre. Wenn man so diese Zeit zurückblickt, ja, hat sich aber viel in den letzten Jahren verändert, oder? Ja, da hat sich einiges verändert. Das hat auch mit politischer Situation damals im Iran zu tun gehabt und auch wie die Entwicklung ist, Einrichtungsstile, sage ich jetzt mal so, da wird sehr viel jetzt auch Druck gegeben, auch auf Produktionsländer, dass da sehr viel verändert wird. Und ja, jetzt ist auch die Zeit gekommen, wo man auch mehr Teppiche wäscht und repariert, weil die jetzt nun mal da sind, ne? Wie jetzt statt neu kaufen. Und da hat sich im Grunde genommen, kann man sagen, dass da wirklich sehr viel passiert ist in letzter Zeit. Ich weiß zum Beispiel, dass du, David, ja auch viel im AZ bist und da auch die Leute zu dir kommen und auch beraten werden wollen. Mhm. Ich stelle mir immer die Frage, wie funktioniert das eigentlich vor Ort? Kommen die Leute gleich mit dem Teppich auf den Schultern zu dir oder wie funktioniert das? Es kommt vor. Echt? Tatsächlich, ja. Kommt wirklich vor. Das soll eigentlich nur ein Scherz sein. Ich sage, wer kommt mit einem 10-Kilo-Teppich da an? Aber okay, wenn es vorkommt, ist okay. Nein, kommt wirklich vor. Und zwar, wenn ich jetzt im AIZ bin, im Untergeschoss ist das. Wir sind ein bisschen weiter unten. Wenn die Leute jetzt zum Beispiel kommen, ich stehe meistens am Stand, da sind so einige Teppiche sind dort und dann steht da zum Beispiel vorher, nachher. Und wenn die Leute dann kommen, tragen sie auf den Schultern, dann legen sie den gleich auf den Boden aus und dann fragen sie, ja, was kann man damit machen? Geht da zu reparieren? Zum Beispiel, wenn jetzt Reparaturanfälle sind hier zum Beispiel, oder wenn jetzt Flecken im Teppich sind und dann fragen die mich halt immer gleich so, ja, geht der Fleck raus, kann man das reparieren? Und dann mache ich sie halt darauf aufmerksam, was man machen kann. Ob das reparabel ist oder ob der Fleck auch rausgeht, aber wie gesagt, ich sage, wenn sie einen Fleck haben, sage ich, zu 99% geht alles raus. Mhm. Reparatur, ja, geht auch. Die Frage ist halt immer nur, und das ist immer ganz wichtig, das, was die Leute vergessen, ob sich das aber auch lohnt für so einen Teppich. Kann man das machen? Ist da das heute noch wert? Weil es gibt ja auch, leider Gottes kommen ja auch einige zu uns mit keinem Orient-Teppich. Das heißt zum Beispiel mit einem IKEA-Teppich. Wie können die auch reparieren? Das geht selbstverständlich auch. Nur das würde sich in dem Fall, wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt und der Teppich ist halb zerrissen, das lohnt sich für den Teppich da nicht. Aber wie gesagt, also wenn jemand kommt, berate ich ihn auch ganz nett, mache ihn aufmerksam auf die Wäsche, auf die Reparatur, sag ihm, was das kostet, dass ich das dann zum Beispiel, dass wir dann vorbeikommen, dass wir zu Hause auch Besuch machen oder gerade vor Ort dann auch, dann mache ich denen auch gleich einen Kostenvoranschlag und darauf mache ich sie dann aufmerksam. Und die meisten sind damit ganz zufrieden. Wobei man natürlich hinzufügen muss, es muss ja nicht nur ein Teppich von IKEA sein, kann auch von Möbelkraft sein, Roller sein, Poco-Domäne. Gleichberechtigung muss ja nicht das heißt, wir kriegen von IKEA Geld oder so. Ne? Muss man alles in den Raum werfen. Gibt es eigentlich auch so, oder was sind so schwierige Fälle, wo du als Experte auch selber sagst, das lohnt sich gar nicht mehr zu korrigieren und lieber so lassen, wie der ist. Kommt sowas auch mal vor? Na, schwierige Fälle, also es ist grundsätzlich so, dass wenn man einen Orientteppich hat, der handgeknüpft ist und wenn man so wie wir
eine Fachwerkstatt ist, die alles reparieren, die auch selber Teppiche produzieren, dann ist im Grunde genommen ist alles möglich. Also geht nicht, gibt's nicht. Bloß wie schon gesagt, manchmal ist der Aufwand höher wie der tatsächliche Wert des Teppichs. Wenn man jetzt sagt, wenn es schwierig wird, ist es meist so, dass es sich dann um antike Teppiche handelt. Du musst dir vorstellen, die meisten Leute, die reinigen ihre Gardinen und ihre Polster, bloß auf den Teppich, da wird komplett vergessen. Und dann liegt er manchmal 20, 30 Jahre auf dem Boden, nicht mal geklopft, nur oberflächlich gesaugt, weil die Leute denken, ihre Klopfsauger sind die besten und so weiter und so fort. So, und dann tun sich die Teppiche teilweise verhärten in sich. Und wenn man dann so einen Teppich dann wäscht, dann muss der erstmal von diesem Staub entfernt werden. Und das ist sehr aufwendig. Da muss der Teppich erstmal gewaschen werden, danach geklopft werden, dann nochmal gewaschen werden. Und da sind mehrere Vorgänge letztendlich notwendig, bevor man richtig an den Teppich rangehen kann, im Grunde genommen. So, und das sind so die Sachen, die für uns aufwendiger sind, aber wiederum Herausforderungen, die uns immer wieder aufbauen, wenn wir den Teppich dann richtig wieder picobello hinbekommen haben. Also, liebe Freunde, falls ihr noch den einen oder anderen Perser zu Hause liegen habt, einfach auf die Schultern, ab ins AZ. Der David weiß schon, wo der Hammer hängt. Oder der Teppich in diesem Fall, ja? Liebe Freunde, weiterhin hier bei David Rosenberg. Der Namensgeber sitzt an meiner Seite. Georg ist ja auch noch da. Wir sind hier in der Speicherstadt, in der Hafen City. Und man kann sagen, so ortstechnisch schon eines der traditionsreichsten, ja, schon Vierteln, ja, sogar, wie sagt man, denkmalgeschützt, UNESCO-Welterbe. Ja, hier kann man nichts mehr abreißen, also läuft das Ding weiterhin. Wie lange seid ihr eigentlich im Haus hier? Seit 1960, weil mein Großvater das... Ach, schon auch immer hier gewesen? Immer, schon ewig. So. Okay. Mein Großvater hat das ja gemacht, dann mein Vater und jetzt ich. So machen wir, also seitdem sind wir hier drin. Also es wird immer weiter geerbt, immer weiter. Also drei Generationen sind schon im Haus, vierte Generation, hast du eigentlich schon Kinder? Nein, ich selbst noch nicht, nein. Tiki, dann wird's aber eng, ne? Vierte Generation muss mal ran da. Ja, ich weiß. Aber du hast ja eine Vertretung in diesem Fall. Georg ist ja da in diesem Fall. Er ist ja auch noch da, genau. Ja, genau. Eine Sache, die mir durch den Kopf gegangen ist, Georg, gerade. Wenn man zum Beispiel so einen aufwendigen, so einen teuren, wirklich so einen luxuriösen Perser ja irgendwo sieht, was schon sehr matt ist, und dann kommt der Kunde zu euch und sagt, oh, ja, den würde ich gerne verändert haben. Worauf muss man da achten? Also worauf müsst ihr achten? Wie könnt ihr es korrigieren und restaurieren? Also bei der Restauration ist es letztendlich so, dass man teilweise Material austauschen muss, weil es einfach runter kaputt ist. Und dann ist es notwendig, dass man dann auch das gleiche Material zur Verfügung hat, um es zu ersetzen. Und das Problem hier leider ist, dass wir in Deutschland nicht über diese Materialien verfügen. Die Farbzusammenstellung, die Färbematerialien, die Art und Weise, wie die Wolle gezwirnt wird und auch die Wolle an für sich von der Struktur her, von der Sorte her, ist nicht die, die man hier kaufen kann, die jetzt in Iran zum Beispiel hergestellt wird oder in Afghanistan. Und dann ist es zum Beispiel erstmal notwendig, dass wir diese Materialien hier haben, und dafür fahren wir jedes Jahr in den Iran, nach Afghanistan und lassen dort die Produkte herstellen, färben, kaufen teilweise antike Wolle auf, die schon 100 Jahre alt ist, dass wir diese besonderen Teppiche auch wieder so fertig machen, dass noch nicht mal was vom Alter im Grunde genommen verändert ist. Und das ist so zum Beispiel ein Punkt, der jetzt bei der Restauration eine große Rolle spielt, dass man über diese Materialien verfügt. Also heißt wirklich in diesem Falle, sogar die Restauration ist original. Ganz genau. Also ihr müsst nichts Neues kreieren, in Anführungszeichen, sondern aber versucht schon, die Dinge weltweit auch zu ordern und zu bekommen, damit es dann auch relativ ähnlich dem Ausgangspunkt ist. Dass es immer ein Original bleibt, das ist das Wichtigste. Ne, du musst dir vorstellen, wenn du jetzt hast einen alten Oldtimer, da kannst du auch jetzt nicht irgendwie ein neues Teil anbauen oder eine neue Lampe. Das muss alles identisch sein und authentisch vor allen Dingen. Und dafür braucht man halt diese Sachen, und sowas haben wir halt hier. Sag mal, was mich ja immer so neugierig macht, wenn ich so in der Speicherstadt unterwegs bin und immer wieder auch die Möglichkeit habe, bei euch reinzuschauen. Was ist denn so der teuerste Teppich, der eigentlich hier so rumliegt?
Ich glaube, das müsste, wenn ich den jetzt richtig erkenne, entweder der Teheran da vorne, ja, oder das ist der hier vorne. Ja. Einer von, ich glaube, das ist der hier vorne ist. Das, ich glaube, der liegt bei, ich glaube, 180 war das gewesen oder 150 war der gewesen? 180.000 war der, glaube ich, gewesen. Das ist ein toll, ist aber auch sehr, sehr groß, davon mal abgesehen. Irre? Irre, irre. 180.000? Ja, wirklich. Das ist ein ganz altes Stück. Ich glaube, der ist über 100 Jahre alt oder weiß ich noch, wie alt der ist. Ich glaube, wie alt ist er? 120? 120 Jahre. Ich glaube, ungefähr so um den Dreh. Das ist ein ganz altes Stück, das ist ein alter Teheran ist das. Und ich glaube, der ist so 4x5 oder was müsste sein, irgendwie sowas um den Dreh. Das ist richtig. Was heißt 4x5? Das ist die, die Größe des Teppichs. Ach, 4x5 Meter. 5x4 Meter, ganz genau. Wow. Felix, pack die Kamera weg, nimm den Teppich, Digga. Der wollte es auch gerade machen, hast du gemerkt, ne? Guck mal, der Automat, zack, er wollte schon aufstehen. Gleich die Aufmerksamkeit drüber gegangen. Nee, aber was ich ja nochmal sagen wollte, was die Teppichpreise betrifft. Wir haben momentan die Situation, dass wir Rekordpreise auch an Versteigerungen erzielen für antike Teppiche. Also vor 10, 15 Jahren, da war es, sagen wir mal, schon ein Rekord, wenn man 200.000, 300.000, 400.000 Mark, Dollar, Pfund für Teppiche bekommen hatte. Und heute bewegen wir uns schon bei 8 Millionen, 7 Millionen. Der letzte, der jetzt versteigert. Was für ein Teppich? Für einen Teppich. Der letzte Teppich, der jetzt versteigert worden ist, der ist für 28 Millionen versteigert worden. Okay, das heißt, dann brauche ich ja heutzutage keine Aktien mehr. Ich kann auch Teppiche kaufen, theoretisch als Anlage, ja. Wenn du die richtigen Teppiche kaufst, und die natürlich günstig bekommt, das ist die vorausgesetzt, ne? Dann hast du eine Wertanlage, die wirklich besser wie alles andere ist. Ne? Den Teppich kannst du immer mitnehmen, kannst du hinlegen, hast du was von. Andere Leute haben ihr Geld auf die Bank, kriegen da wenig Zinsen, sehen es nicht. Und so bist du theoretisch mit deinem Reichtum in dein Haus und siehst, hast du Freude dran und es wird alles immer teurer. Also dann kannst du auch sagen, Mann, ich leck mich auf mein Geld drauf. Ja, das passt ja. So, wenn man will. Man kann auch drauf schlafen. Du tretest dein Geld mit Füßen. Ja, genau. So, Geld ist nur Materie. Liebe Freunde, er ist nun an unserer Seite. Ja, Kurt Schäfer ist Gutachter, Experte. Was kann ich denn und was darf ich alles zu dir noch sagen? Ja, also ich bin Sachverständiger für Orientteppiche und das schon über 50 Jahre. Und davon, also ich beschäftige mich schon über 50 Jahre, so ein alter Sack bin ich schon. Ich beschäftige mich weit über 50 Jahre schon mit Orientteppichen und davon über circa 40 Jahre als Gutachter, als Sachverständiger. Ich habe auch und ganz kurz, das muss ich hinzufügen, vielleicht für unsere Zuschauer. Du bist ja auch ja nicht nur für irgendjemanden unterwegs, sondern bist ja auch für die ganz großen Auktionshäuser unterwegs, muss man ja sagen und darf man sagen. Das darf man sagen. Ich bin für sehr, sehr große internationale Auktionshäuser unterwegs. Das hört sich jetzt hochtrabend an. Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen. Sie haben von der Oma einen teuren Teppich geerbt. Und die Oma hat immer zu Ihnen gesagt, Junge, das ist ein ganz wertvolles Stück, ne? Und daraufhin, jetzt kannst du es nicht mehr gebrauchen, Benno. Was machst du? Du bietest das zum Beispiel einem der großen Auktionshäuser an. Und sagst, hier ist ein Teppich und hier in Hamburg sogar mit einem Gutachten und so weiter. Und jetzt kommt dieses Gutachten und der Teppich, beziehungsweise das Foto, in eines dieser internationalen Auktionshäuser. Innerhalb von 14 Tagen habe ich dein Schreiben bei mir am Schreibtisch liegen. Und dann rufe ich dich an und sage, mache einen Termin mit dir und dann schaue ich mir den Teppich an, ob er es wert ist, dass er überhaupt zu zum Beispiel Sotheby's, Christie oder zu den großen Auktionshäusern geht. Das ist meine Aufgabe. Das hört sich hochtrabend an, ist aber nicht mehr. Aber es ist ja trotzdem spannend, ja, zu sehen, wie viel Jahre Handwerkskunst da drin steckt, wie alt so ein Teppich und so. Was vor allem, weißt du, was ich immer spannend finde? Die Geschichte dahinter. Ist ja nicht nur die Farbe und die Form oder so. Nein, jeder Teppich sollte eine Vita haben, eine Geschichte haben. Ich habe jetzt zum Beispiel auch einen großen Teppich aus dem Oberbürgermeisterzimmer in Wuppertal, habe ich zum Beispiel begutachtet. Der neue Bürgermeister wollte den Teppich nicht. Und dieser Teppich ist 7,25 Meter, 7,24 Meter mal 4,50 Meter groß. In einer Satire stand sogar, es ist ein Kleinfußballfeld. Aber der neue Bürgermeister wollte den Teppich nicht mehr.
Und jetzt muss man bedenken, auf diesen Teppich sind natürlich schon sehr, sehr viele Leute drauf rumstolziert. Auch unser Bundespräsident Rau hatte diesen Teppich. Und es gibt auch Fotos, wo dieser Teppich mit dem Rau und seinen Gästen ist. Das ist ein wunderschöner Teppich, ein Dorosch aus dem circa 100 Jahre alt. Jetzt muss man bedenken, dass dieser Teppich 800.000 Knoten mal pro Quadratmeter hat. Der Teppich hat circa 23, 24 Quadratmeter. Wenn man das umrechnet, hat der Teppich ungefähr 26 Quadratmeter, hat er 23 Millionen Knoten. An diesem Teppich arbeitet eine Knüpferin ungefähr 20 Jahre. Und an dem Teppich ist nichts. Und der ist schon fast 100 Jahre alt. Und das ist ein so kostbares und schönes Stück. Und dass jetzt der neue Bürgermeister sagt, nee, den will ich nicht, kann ich nicht begreifen. So ein wunderschönes, tolles Kultur. Denn der Orientteppich ist auch das einzige Kulturgut, was man mit Füßen betreten darf. Und es gibt auch, es ist nicht umsonst, dass man im Orient, wenn man in eine Moschee betritt, die voller Teppiche ist, dass man da die Schuhe auszieht. Warum? Auch um die Teppiche zu schonen. Denn die Perser oder die Orientalen, die den Teppich hergestellt haben, die wissen ja, was das für eine Arbeit ist. Und den ältesten Teppich, den es überhaupt gibt, der ist 2500 Jahre alt. Den hat ein russischer Archäologe im Pazirik-Gebirge in Russland gefunden, in einer Grabkammer. Diese Grabkammer war vorher schon geraubt worden, also geöffnet worden vor 300, 400 Jahren. Und dann ist da Wasser hineingekommen, ist vereist. Und dieser Professor Rudneck, heißt er, hat diesen Teppich da gefunden. Es war eine Satteldecke, ungefähr zwei Meter mal zwei Meter. Und man nennt diesen Teppich Pazirik-Teppich, weil er im Pazirik-Gebirge gefunden worden ist. Und dieser Teppich ist ausgestellt in der Eremitage in St. Petersburg. Ein wunderschönes Stück, ich habe ihn auch persönlich, das muss man als Teppichsachverständiger, muss man sich den Teppich anschauen. Aber was ist ein Orient-Teppich? Das wäre jetzt meine nächste Frage. Genau, woran erkenne ich, dass ein Teppich, ein Orient-Teppich, ein Orient-Teppich ist? Erstens, Entschuldigung, es gibt ja auch genug wahrscheinlich Fälschungen, die man ja überall kaufen kann, auch bei den günstigen Anbietern, oder? Natürlich, ich komme ja aus der Stadt Wuppertal. Selbst eine Stadt Wuppertal hat ja eine große Teppichfabrik, die Fabrik Vorwerk. Aber es gibt auch noch Bessmer und andere Teppiche. Nicht, dass Sie denken, ich würde von Vorwerk irgendwie dafür Geld bekommen, dass ich den Namen nenne. Aber die haben sich echte Teppiche genommen und haben dieses Muster übertragen auf die Maschinen, die dann einen mechanischen Teppich mit orientalischen Mustern macht. Aber ich kann Ihnen das auch anders erklären. Bitte. Wenn ein Teppich gewebt wird, entsteht eine Schlinge. Diese Schlinge wird aufgeschnitten, das kennen Sie sicherlich auch unter dem Namen Schlingenware, bei Auslegware. Diese Schlinge wird aufgeschnitten, das ergibt den Flor. Jetzt könnten Sie jeden einzelnen Faden herausziehen. Damit Sie das nicht können, wird ein mechanischer Teppich von hinten geleimt oder gummiert. Und wenn ich mich aufstelle, ich kann Ihnen das gleich gerne mal zeigen, an den teuersten Teppichen hier, wenn ich den rumdrehe und würde mich mit meinen 2 Zentnern da draufstellen, würde ein mechanischer Teppich brechen. Wäre kaputt. Ein echter Teppich nicht. Da kann ich mich mit meinen 2 Zentnern und dich noch auf dem Arm, geht auch noch. Also geht nicht kaputt. Aber ich will die andere Frage beantworten. Deswegen kann man zum Beispiel einen mechanischen Teppich auch nicht falten. Hier sehen Sie die Teppiche gefaltet. Ja, alle sogar. Also wirklich, sie sehen auch, wie ein Taschentuch werden die gefaltet. So kommen die auch aus Persien an, auf großen Paletten, nicht? Einen mechanischen Teppich können sie nur rollen. Deswegen sind die nur gerollt, weil man sie nicht knicken darf.
Was ja, wahrscheinlich, wenn es knickt, dann die Falte drin ist oder zerreißt oder wie auch immer. Raus, kriegen Sie nie wieder raus. Deswegen ist ein echter Teppich ein echter Teppich. Und ein echter Teppich erkennen Sie auch daran, Sie müssen sich das anders vorstellen. Beispielsweise, wir sprechen mal von Deutschland. Wenn ich spreche, es ist ein persischer Teppich, ich sage nicht das Wort iranischer Teppich, denn Iran gibt es erst seit 1937. Das ist ja die internationale Bezeichnung. Wir sprechen hier von einem persischen Teppich. Wenn ich spreche, das ist ein persischer Teppich, dann ist das ungefähr so, als wenn ich sage, das ist ein deutscher Teppich. Dann sage ich, das ist ein persischer Teppich aus Meshed. Dann würde ich sagen, das ist ein deutscher Teppich aus Hamburg. Ich kann aber auch sagen, das ist ein persischer Teppich aus Meshed Durosh. Dann könnte ich auch sagen, das ist ein deutscher Teppich aus Hamburg aus Wandsbek. Das ist ein persischer Teppich, Dorosch Amini. Dann würde ich sagen, das ist ein persischer Teppich aus Meshed, Wandsbek, von der Familie Amini geknüpft. Bis in die Familie hinein geht das. Und noch weiter. Es gibt ja auch berühmte Teppiche, ob man von Keshan spricht, Keshan Motkashem, das sind besondere Knüpfmeister oder Habibian bei Nein, nicht? Habibian Nein, hier liegen ja einige wunderschöne Nein-Teppiche. Habibian Nein hat ja mit nur 3-4 Farben hat er wunderschöne Teppiche gemacht. Und das ist das Schöne an dem Teppich. Der hat nur blau, beige, manchmal auch ein bisschen rot. Sonst hat er ja nichts verwendet. Da schauen wir uns jetzt mal aus der Nähe an, finde ich. Ja. Sie haben sich nämlich ja gerade schon einen Teppich hier ausgesucht, den wir aus der Nähe mal gemeinsam begutachten können. Wir können auch rübergehen. Den Teppich umschlagen, ich möchte mal den Gabi da sehen. Da kann ich nämlich was zu erzählen. Der Experte hat gesprochen. Also der Teppich wird jetzt umgelegt. Und wir können uns ja, wenn Sie möchten, schon mal langsam rüberbewegen. Wir stehen jetzt an so einem... Das ist jetzt ein persischer Gabi, richtig? Ja, natürlich, ein persischer Gabi. Warte, lass mich kurz eine Frage. Siehst du sofort an diesem Teppich, wie alt der ist, so auf den ersten Blick, kannst du schon schätzen? Auf den ersten Blick kann ich das sofort schätzen. Dieser Teppich ist mindestens 50, 60 Jahre alt. Warum? Weil das ist die Art Gabis, wie sie früher gemacht worden sind. Heute macht man die Gabis nicht mehr so. Und das Interessante an diesem Teppich ist, dass hier kein bisschen Farbe benutzt worden ist. Die hellen. Was meinst du mit gar nicht Farbe? Gar keine. Also ist doch braun, weiß, ja, beige. Es gibt ja auch braune, schwarze Schafe, da bist du, und auch weiße Schafe, nicht? Und diese Farben werden genommen und das ist kein bisschen Farbe drin, das ist alles Natur. Und der Perser ist sehr faul. Er arbeitet nicht gerne mit den Färbern zusammen. Der ist aber notgedrungen, muss er die Farben haben, weil die Kunden das wollen. Und das sind sogenannte Nomadenteppiche. Die Nomaden, die vor ihren Zelten, die haben keine Farben. Die können nicht färben. Also haben die Teppiche so geknüpft. Und was ist jetzt mit diesem Kopf anfangen? Ich nehme mal das Ding mal in die Hand. Da sieht man diese Muster, das, was du sagtest auch, ne? Was denn? Das Stück nennt man Kilim. Kilim heißt übersetzt... Teppich auf Türkisch, Kilim. Handgewebt auf Persisch. Ah, guck mal, jetzt kennen wir das Originalwort. Ja, und das sind alles helle und dunkle Naturfarben. Vom Schaf. Ja? Auch also original, ohne Bearbeitung und gar nicht. Ohne Färbung, ohne alles. Wie der vor der Hütte hatte, der braune Schaf, dann sortieren die Wolle und dann können die auch mal solche Teppiche machen. Die neuen Gabis werden ja jetzt schon in Manufakturen gemacht. Und es gibt natürlich auch, weil der Gabi sehr beliebt ist, wird der Uni gemacht, in Rot, in Blau, in Grün, in allen Farben. Hm. Und aber das darf ich sagen, du bist doch wahrscheinlich ein Fan davon, dass so ein Gabi immer noch handgefertigt wird, oder? Ja, natürlich. Nicht nur der Gabi, alle anderen Teppiche. Ich habe vorhin zum Beispiel einen sogenannten amerikanischen Saruk gesehen. Warum heißt der denn amerikanischer Saruk? Weil er mal in Amerika war. Und zwar 1900, da kann man mit hundertprozentiger Sicherheit, kann ich da als Fachmann sofort sagen, wie alt der Teppich ist. Warum?
Im Jahre 1908 bis 1916 hat Amerika mit Persien ein sogenanntes Kompensationsgeschäft gemacht. Landmaschinen gingen nach Persien. Und darf ich raten, Teppich in den USA? Genau, du hast, kannst ja rechnen. Nee, Kompensationsgeschäft. Die Amerikaner waren ja nicht ganz doof. Siehst du, Teppich? In den Geschichtsbüchern. In Wirklichkeit waren das keine Landmaschinen, sondern es waren Waffen. Ach so. Ja? Okay, ja. Was mich jetzt wieder nicht wundert, aber alles gut. Aber in den 50er Jahren hatte Amerika ein ganz anderes Way of Life. Es wurde der Teppichboden geboren, von Wand zu Wand der Teppich. Da lagen diese Teppiche wie Steine in den Lagerhallen. Und dann wurden sie reimportiert. Sie wurden zurückgeschickt. Früher hätte man gesagt, heim ins Reich. Dann wurden sie aufgepäppelt, wieder in Ordnung gebracht. Und dann kamen sie in den Handel. Und glauben Sie es mir, es war vor 30 Jahren wurden amerikanische Saarucks bei Christie Versteiger für über 45.000, 60.000 D-Mark. So teuer. Was kostet der? Sind auch heute noch. Was hier kostet ist ja der? Kein amerikanischer Saarucks. Was kostet der? Das ist auch 60 Jahre alt. Ja, der ist sogar mehr als 60 Jahre alt. Dieser Teppich, also ich möchte sagen, wissen Sie, wenn ich einen Preis nenne, ist das ungefähr so, als wenn ich... Sie haben ein Haus. Du hast ein Haus. Leider noch nicht, aber ich vielleicht glaube, du irgendwann. Hast ein Haus. Da kommt ein Sachverständiger. Nee, ich habe eine Hütte eher. Aber da kommt ein Sachverständiger und sagt, das Haus hat einen Wert von 250.000. Das ist der Verkehrswert. Wenn du das jetzt verkaufen willst, kriegst du vielleicht 120.000 dafür. Okay, so ist es auch mit Teppichen jetzt im Moment. Verkehrswert? Verkehrswert bei diesem Teppich 1.500, 1.800 Euro. Lohnt sich ja gar nicht mal mitzunehmen, Mann. Kriegen tun sie dafür, vielleicht, wenn sie einen Tausender oder 900 Euro kriegen, ich glaube, dann wäre der Händler hier glücklich. Das ist nun mal leider so, nicht? Auch bei den Teppichen hier, da liegt auch ein Saarock. Das ist sogar ein sogenanntes Louvre-Muster. Das heißt, die Blumenranken, die da sind, in dem Teppich, nicht das Medaillon, das andere, was in dem Spiegel ist, ist ein Louvre-Muster, weil der Louvre hat ein ähnliches Mosaik. Jetzt brauche ich dir nicht zu sagen, Benno, was war zuerst da, der Teppich oder der Louvre? Ich glaube, das erst war der Teppich da. Würde ich auch mal sagen. Ja. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir recht herzlich bis hierher. Und es gibt noch eine kleine Überraschung für euch da draußen, liebe Freunde. Vielen Dank, Kurt. Ja. Es war eine tolle Gesprächsrunde mit dir. Ich glaube, mit dir könnte ich noch so einige Geschichten, Details lernen. Vielleicht machen wir noch mal so eine extra Kurt-Geschichtslehre. Willkommen zurück aus der Werbung. Liebe Freunde, wir sind weiterhin hier in der Speicherstadt. Alexander kennt ihr noch vom letzten Mal. Es ist schön, auch dich mal wieder zu sehen. Wie geht es dir? Ach, eigentlich ganz gut. Eigentlich ganz gut, das hört sich immer gut an. Und wir haben ein bekanntes Gesicht, Klaus Wilke, Schauspieler, hat sich verlaufen? Nein, keineswegs verlaufen. Also ich interessiere mich schon seit 40 Jahren für Teppiche und für Bilder, weil ich mal in frühen Jahren schlechte Erfahrungen mit Geldinstituten gemacht habe und habe mich dann für die Kultur der Teppichknüpferei interessiert und bin damit bis heute besser gefahren und habe mehr Vertrauen in einen Teppich als in eine Frau. Entschuldigung, wenn ich das sage. Aber es ist in der Tat so. Ich bedauere manchmal, selbst bei meinen Kindern, bedauere ich manchmal, dass die Jugend sich so wenig dafür interessiert. Aber das beruht auf Unkenntnis. Wer sich damit befasst, mit der Kultur der Teppichknüpferei und egal, ob das nun ein Tebris ist oder ob das nun ein Nein ist oder ein Saruk ist und so weiter und so fort, die Qualität ist ganz, ganz entscheidend. Und ich habe selbst schon eine ganze Menge kennengelernt. Und hier, Alexander, beim Papa habe ich schon vor 35 Jahren habe ich schon einen Nein gekauft. Ja? Und jetzt bin ich heute mal wieder zufälligerweise auch in Hamburg. Und
beabsichtige, mir einen Tebris zuzulegen. Ja? Warum gerade ein Tebris? Gibt es da einen bestimmten Anlass dafür? Der Tebris hat andere Farben zum Beispiel als der Sarok. Und das ist ja immer wieder eine Geschmacksfrage, wenn man Sammler ist, so wie ich. Da möchte ich zwischendurch mal wieder eine andere Farbe haben. Und die beruht ja nun auf die Fäden und auf dem Garnwege, welche Fäden sind benutzt worden, wie viele Knoten. Dieser Tebris zum Beispiel, der hat 1 Million Knoten und der hat so wunderschöne Farben. Ich habe mich darin verliebt und darüber müssen wir noch mal sprechen. Okay, machen wir jetzt. Weißt du, was für ein Gefühl ich gerade habe, Alexander? Ja. Na? Dem Klaus kannst du nichts mehr erzählen, du. Der hat dir gerade deinen eigenen Teppich verkauft. Erklärt, genau so ist es, ja. Aber er hat ja auch Ahnung, er macht das ja schon jahrelang, kauft. Ich bin einfach überall, in Auktionshäuser, überall ist er. Und bei uns hat er schon gekauft, bei meinem Vater schon. Und eben, wie gesagt, jetzt haben wir für ihn mal ein Stück besorgt, was wirklich einmalig ist. Zeigen wir ihm mal, welchen haben wir in diesem Falle? Ja? Und da unten ist ein Keschan, das sind zwei verschiedene. Ich glaube, dass es auch ganz, ganz wichtig ist, dass man, ich hatte das Glück, dass ich also die ganze Welt kenne, indem ich meine erste Frau, die war Stewardess bei Pan American und bei Lufthansa. Und so konnte ich in der ganzen Welt reisen und durch meine Filmdreharbeiten und so weiter war ich zum Beispiel auch in Afghanistan, ich war im Iran und so weiter und habe mir das vor Ort direkt mal alles zeigen lassen. Da gibt es ganz bestimmte Familien, denen man vertrauen kann, weil das Vertrauen ist das Wichtigste überhaupt. Genau. Und das habe ich hier zum Beispiel auch beim Sohnemats, bei Alexander, weil wer das Vertrauen missbraucht, der ist für mich erledigt. In der Beziehung bin ich typischer Hanseat, ein geborener, echter Hanseat, wo ja auch hier in Hamburg zum Beispiel vor Gericht noch das Wort zählt. Im Namen des Volkes sagt der Gerichter der Hansestadt, der freien Hansestadt Hamburg, ja, mündlich, gleich schriftlich. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich darauf verlassen kann und dass man nicht enttäuscht wird. Das ist zum Beispiel, das ist doch wirklich schöner als jedes Bild. Ja, und das ist eine Kapitalanlage. Da gehe ich kein Risiko ein. Ich zeige ihn dir jetzt mal. Ja, bitte. So wir sind quasi Beobachter. 1 Million Knoten, hier oben ist er signiert. Also habe ich recht, 1 Million. Ja. Hier ist eine Signierung drin. Siehst du, Herr Schäfer ist ja da, dein Gutachter. Der kennt was davon, hier sitzt er. Einmalig Seide, Thema ist auf Seide, mit Seide, Knüpfzeit unendlich, so ungefähr. Die Seide spielt eine so große Rolle. Das ist es ja, das zeigt man. Ein Leben, da ist eine Natürlichkeit drin und ein Glanz drin, der Alexander, du hast also jetzt gerade Augen nur begeistern kann. Ja, von der Signierung gesprochen. Ja. Komm näher. Das ist vielleicht ganz interessant hier. Hier steht das Datum drin. Denn es, hier steht drauf, Tebris. Und der Knüpfmeister, und jetzt sind die Landesfarben grün, weiß, rot. Ja, genau. Solche Teppiche wurden eigentlich nur hergestellt, die der Schah für Repräsentationszwecke verschenkt hat. Ja. Ich habe solche Teppiche sehr oft begutachtet und das sind mit die wertvollsten Tebris-Teppiche. Es gibt keine fast besseren wie die. Hier, yeah, nicht? Es muss natürlich ein Händler sagen. Das wissen Sie selbst. Aber ja, natürlich, Alexander. Aber das ist natürlich ein Traum, wenn ich so ein traumhaftes, prächtiges Medaillon sehe, da geht einem doch das Herz auf. Aber ich zeige dir jetzt noch einen. Ja. Der ist nicht so alt, aber Tebris aus einer Manufaktur aus den 80er Jahren, aber ein Teppich, wo man ein Keschan, den zeige ich dir auch. Danke. Ja, ich bin ganz begeistert, muss ich wirklich sagen. Das freut mich. Ja. Freut mich, dass du bei mir begeistert bist. Bei meinem Vater warst du ja auch begeistert.
Ja. War der Vater denn auch von dem Percy Stewart begeistert? Das war er. Ja? Das war ja seine Serie. Ja, nein, es ist wirklich, also ich muss da ganz bodenständig und natürlich bleiben. Es ist einfach, auch die Maße begeistern mich. Es ist eine solche Rarität. Das ist selten, dass das so ist. Und ich habe zu Hause in meinem Haus meine wahnsinnige Freude und Lebensqualität darin. Ich schlafe noch zu Hause, weil ich ja heute in der heutigen Zeit, in der neuen Welt, in der wir leben, sind ja so viele Persönlichkeiten, die nachts nicht mehr zu Hause schlafen, sondern hinter den schwedischen Gardinen. Das kommt eben einfach auch hinzu. Und deshalb sage ich immer wieder Dankeschön für dieses über eine ganze Generation schon beim Papa Danke große Vertrauen. Ja, weil wenn du mich jemals enttäuscht hättest, dann wäre ich heute nicht wieder das hier. Das glaube ich dir. Wäre auch richtig. Ja, das ist ganz klar. Dann danke ich euch vielmals, recht herzlich. Und liebe Freunde, wir sind hier noch nicht durch, denn jetzt finalisieren wir das Ganze bis und kommen zum Abschluss. Und zwar fahren wir nämlich jetzt rüber, offiziell zur Wäscherei. Ja. Und wollen, nehmen gleich und suchen uns auch gleich mal einen Teppich aus, welchen wir mitnehmen können. Hier liegen ja so einige. Und werden euch mal zeigen, wie das Ganze wirklich vor Ort funktioniert. Das Ganze kommt aber gleich. Liebe Freunde, so sieht es jetzt aus, wenn man auf einem 20.000 Euro Teppich steht, mitten in der Waschanlage bei David Rosenberg. So ungefähr kommt es auch hin, oder? Ja, hast du recht. Also, theoretisch ist der Teppich 20.000 Euro wert, denn wir wollen euch zeigen, wie so eine Aufarbeitung, sprich von der Restaurierung über Waschen, Trocknen bis zur Reparatur funktioniert. Und das wollen wir natürlich aller Fernsehen in einer relativ entspannten kurzen Zeit zeigen. Kurz heißt für uns schnitttechnisch kurz. Wir werden jetzt mal erklären, was ist was? Wie läuft das Prozedere hier ab eigentlich, Georg? Also pass auf, Bedo. Ich erkläre dir mal was kurz. Also das ist ein Teppich, ein alter Tepris, circa 60 Jahre alt. Und der ist schon sehr hochwertig, deswegen muss man hier bei diesem Teppich zum Beispiel mit Hand waschen. Das ist schon mal der erste Punkt. Mhm. So, wir müssen, bevor wir den Teppich waschen oder rangehen, müssen wir natürlich erstmal gucken, was ist mit dem Teppich los? Sind da irgendwelche defekten Stellen, die wir vorher sichern müssen oder sonst irgendwie was, damit der bei der Wäsche auch nicht weiter aufgeht oder Kleider kaputt geht. So, und jetzt kann ich dir mal was zeigen. Ja. Das hier ist zum Beispiel, das ist eine typische erste Schadstelle, die bei jedem Teppich, wenn man sie benutzt, auftretet, dass die Fransen sich als allererstes abtreten. So wie in diesem Falle, da fehlen sie sogar komplett. Genau. Das ist hier die Laufstelle letztendlich, wo man immer rüberläuft. Und hier läuft man im Grunde genommen auf das Grundgewebe. Hier ist es der Flor, der schützt, aber hier ist es der Kehlim, sage ich jetzt mal so, das Kettgewebe. Und da läuft man rüber und dann geht das halt als erstes kaputt. So, das muss nachträglich nach der Wäsche repariert werden. Dann habe ich hier zum Beispiel gesehen, da war ein Hund dran oder irgendwie was. Das kommt auch oft vor. Ne? Ein Hund. Genau. Da haben wir hier komplett, dass sich hier die Knoten lösen. Ne? Mhm. Da müssen wir im Grunde genommen vorher befestigen, dass das nicht weiter aufgeht. Ne? Das wird gleich gemacht von unseren Leuten hier. Ne? Und hier haben wir auch wieder diese typische abgelaufene Stelle. Das wird aber so gelassen, da passiert beim Waschen nichts mehr. So, und jetzt muss der Teppich im Grunde genommen erstmal vom Staub entfernt werden, weil der hat jahrelang keine Wäsche gesehen und du wirst nicht glauben, was da gleich rauskommt aus dem Teppich. Eigentlich würde ich es, glaube ich, auch gar nicht sehen. Aber eigentlich will ich es ja sehen, damit wir ja sehen, wie effektiv so, das Ganze ist. Dann gehen wir jetzt gleich an unsere Klopfanlage und dann kannst du sehen, wie das dort vonstatten geht. Okay, dann gehen wir jetzt mal ein Klopfen. Los geht's. Du gehst vor, ich folge dir. Düştü, so, geklopft
und entstaubt. Boah, was für ein Staub entsteht denn da bitte? Hast du das nicht gesehen eben gerade? Gesehen, ich kann ihn mehr riechen. Ja. Also es ist unnormal. Die Leute wissen gar nicht, was sie da ihren Teppich antun. Weil viel von diesen Staubkörner, die wir da jetzt gesehen haben, sind sehr scharfkantig. Und wenn du die im Grundgewebe drin hast und du betretest den Teppich über Jahre, schneiden die unten und die kriegst du durch keinen Klopfsauger oder sonst irgendwie was raus. Das geht nur, wenn du selber die Teppiche klopfst oder halt mit dieser schonenden Art und Weise, wo der Teppich selber mit seinem eigenen Gewicht halt fällt, kriegst du die aus dem Teppich raus. Früher bei uns in der Heimat, kann ich mich noch daran erinnern, wenn ich bei meinen Tanten, bei meinen Großeltern war, dann haben die echt immer selber geklopft und dann immer vor der Tür. In der Türkei ging das mal früher einfach vor der Tür. Hast du dann gekippt und dann schrubbe die Schrubb. Es ist das Traditionelle, wie es eigentlich immer gemacht wurde. Und eigentlich für mich, ich kenne nichts anderes und ich weiß auch nichts anderes, wie es besser zu machen ist. Mhm. Ne, ein Teppich muss von Hand gewaschen werden, wenn du das beste Ergebnis haben möchtest. Dann mach du es mal bitte vor, Georg, und ich werde mich dir anpassen, wie es funktioniert. Ja? Georg macht es vor und ich würde sagen, also wir sind ja schon mal gewappnet, Hosen ein bisschen hochgezogen, damit du auch nicht nass wirst. Die anatolischen Füße, ja? Ja, ich bin ein bisschen dunkler als du, wa? Ja, das stimmt. Du bist ja ein Käsefuß, du. Na, nutzt halt nichts, willst du machen. So, bitteschön. Was machen wir denn jetzt? Zuerst ein bisschen... Den Teppich jetzt erstmal nass machen. Ja. Ne, das heißt, der wird komplett getränkt. Mhm. Ne, das ist dann auch sozusagen... Warmwasser? Nein, kaltes Wasser. Leider Scheibenkleister, okay. Aus dem Grund alleine, damit die Farben fest bleiben, weil mit Wärme könnten sich Farben lösen aus dem Gewebe und in die anderen Farben überlaufen. Ja, was willst du machen? Ne, wer es sauber haben will, der muss auch leiden, sag ich dazu. Das ist ja, ich komme mir vor wie ein Asiate gerade. Das ist kalt. Schönes, kaltes Wasser. Oh. Ist doch was Feines. Du musst das im November. Du musst das doch kennen normalerweise in Anatolien. Da gibt es doch die kalten Bäche, wo man so... Mein Freund, zu Hause bei mir funktioniert seit Wochen die Heizung nicht. Ich kenne nur kaltes Wasser. Ah, da siehst du. Also, so. Der Teppich wird komplett jetzt erstmal nass gemacht. Da sagt man auch normalerweise Poolwäsche zu, weil er im Grunde genommen komplett... Hey, sind wir dann beide die Poolboys? Ganz genau. Ja, ne? Leider hat sich die Zeit verändert, Poolboy, ja. Was willst du machen, ne? Ja. So, nachdem der jetzt gleich voll getränkt ist mit Wasser, kommt eine spezielle Seifensubstanz drauf, die wir speziell aus dem Iran letztendlich bestellen oder ordern. Das ist eine Seife, die besonders pH-neutral ist, schonend auf die Farben wirkt und was natürlich wichtig ist, gut reinigt halt, ne? Okay. So, dann schrubb mal vor, fangen wir an. Ich bin ja sehr neugierig. So. Ich würde mal sagen, ja. Gib mir mal die. Die was? Den kenne ich ja von der Autowaschanlage. Ja, also hiermit wird jetzt die Seife im Grunde genommen aufgeschäumt, ja. Damit sie. Weil der Schaum letztendlich, der trägt auch Schmutz aus dem Teppich raus. Das heißt, es muss ein Teppich, wenn er gewaschen wird, muss mit sehr viel Schaum gewaschen werden, um ihn schön sauber zu machen. Logisch. Ne? Klar, logisch. So, das ist jetzt soweit. Mach mal hier mal die Heizung an. Jetzt stell dich nicht so an. Ich stell dich nicht so an. Du bist doch ein Norddeutscher, hallo, ein Hamburger Jung. Ja, aber in Norddeutschland funktioniert die Heizung. Nur zur Info, ja, für euch. So, ich schnapp mir mal schon mal. Ja, was. Ja. Ja. So, die Seife, die wird immer aufgebracht mit so einer handelsüblichen Gießkanne. Ist das Beste, was es gibt. Und hier sieht man schon mal den ganzen Schaum, der schon letztendlich vorbereitet ist. Ne? Mal deine anatolischen Füße mal ein bisschen reinigen. Der findet das voll lustig, merke ich gerade. Hey, der findet das echt lustig. So, und dann, das ist jetzt die Schaumaktion, ne? Ja, das ist jetzt die Schaumaktion und jetzt muss der Teppich geschrubbt werden. Ja, dann fang mal an. Du machst einmal vor, ich mach's einmal nach. Also, wir fangen immer an. Von rechts nach links. Okay. Und immer. Oben nach unten, oder? Ja, genau. Und dann gegen den Strich mit dem Strich. Ne? Gegen den Strich mit dem Strich. Also so. Ah, verstehe. Ey, das Wasser ist jetzt schon dreckig, merke ich gerade schon. Ja, da kommt ordentlich was raus, ne?
Kurzer Aufruf an meine Eltern, bring mal schnell mal den Teppich hier vorbei. Der Georg läuft sich gerade warm. Der hat genug Zeit, jetzt in den nächsten Tagen den Teppich zu schrubben. Die Farbe des Wassers verändert in dunkelbraun teilweise. Das ist jetzt die erste Substanz hier. Ein erster, was kommt noch? So. Dann wird der Teppich umgedreht. Ah, okay. Weil der Teppich muss von beiden Seiten gewaschen werden. Verstehe. Ne? Dann drehen wir mal um und ich mache die Rückseite. Ganz genau, das habe ich mir nämlich vorgestellt. Ein anatolischer Hanseat, zeigt doch mal, wie es hier richtig so. Wird. Ne? Und jetzt schäume mal richtig ein. Sehr schön. Wunderbar. Sehr schön. Passt das? Ja, ein bisschen mehr Liebe, ein bisschen mehr Liebe. Ja. Leidenschaft. Ganz genau. Ne, auf die Fransen auch machen, die sind immer besonders schmutzig. Sehr schön, wunderbar. Dann schnappt ihr mal den Schrupper. Da ist der Schrupper. Genau. So, und immer der Linie nach. Richtig? Jetzt ist es, bei der Rückseite ist es eigentlich egal, aber so wie ich das, wenn du mir genau nachmachst, machst du es genau richtig. Wunderbar, da schauen wir an. Ja, ein Aufruf an alle Leute, holt eure Teppiche her. Medo macht das umsonst. Aber hallo. Weil ich sehe, auch er hat besonders viel Spaß daran. Aber hallo. Ne? Die Rechnung folgt später. Ja, das glaube ich dir. Ja, aber auch hier siehst du sogar, wenn ein Teppich... Ah, ist das anstrengend. Medo, wenn der Teppich auf der Rückseite ist, wird er eigentlich von dort, dürfte er gar nicht schmutzig werden. Nee, aber der ist super dreckig. Ne? Aber du siehst selber auch von der Rückseite, kommt Schmutz aus dem Teppich raus und deswegen ist es auch super wichtig, dass man von beiden Seiten wäscht, damit das nicht einfach so eine oberflächliche Sache wird. Sehr schön. Wunderbar, genau, jetzt die Fransen. Also Velo, ich glaube, du warst schon mal Teppichwäscher, ehrlich gesagt. Erzähl mal. In meinem vorigen Leben war ich vor allen Dingen. Ne? So. Du bist für jede Überraschung bist du gut, hallo. Ja, danke für die Kommentare. So, was kommt jetzt? Also, hi. Jetzt kommt der Teppich. Wir brauchen eine Kaffeepause. Nee, ohne. Nee. Jetzt wird der Teppich im Grunde genommen gerollt. Ja. Und kommt so mit dem Schaum, wie er jetzt ist, in die Zentrifuge. Ah, okay. Um letztendlich diese reinigen Substanzen auch durch den Teppich zu dringen. Ach. Dass das in jede Ecke reingeht. Okay. Ne? Alles klar. So, dann drehen wir das Ding mal und packen es in die Zentrifuge und die ist direkt hinter Felix. Ganz genau. Los geht's. Sieht das aus, liebe Freunde? Das ist der Trockenraum. Ja, wie viel Grad haben wir denn eigentlich hier drin, Georg? Also hier herrschen so circa 30, 35, maximal 40 Grad. Das ist sehr wichtig, damit die Teppiche sich nicht verziehen. Mhm. Gut, hier würde es jetzt nicht so eine Rolle spielen, weil der Teppich, der ist auf Baumwolle geknotet. Aber es gibt auch Teppiche, die auf Wolle geknotet sind und da muss man wirklich aufpassen. Was wichtig bei einem guten Trockenraum ist, dass eine Luftfeuchtigkeit, dass sie so wenig wie möglich hat. Also wir haben da spezielle Geräte drin, die ständig die Luft austauscht und die ganze Feuchtigkeit rauszieht. Ja, und das Ganze dauert dann einen Prozess von wie vielen Tagen? Drei Tage. Drei Tage? Ja, ja. Okay. Alles klar. Weil das ist
schon wirklich nass gewesen. Ne? Ja, das stimmt. Und dreckig. Wir machen jetzt einfach mal die Tür zu, liebe Freunde, einfach auf beiden Seiten, damit das Ding ja, es soll ja auch keine Luft rein, hast du ja selber gesagt. Einfach zumachen und das reicht schon? Ja, das reicht schon. Okay. So, liebe Freunde, in diesem Fall heißt es 3 Tage trocknen, dann heißt, da muss es restauriert werden, ungefähr wie viele Tage nochmal? Also die Reparaturen, denke ich mir mal, wenn das jetzt eine einzelne Person ist, dauert es natürlich ein bisschen länger, aber wenn man mehrere Leute hat, so wie wir, schätze ich mal auch so circa 3 Tage. Okay, also 3 Tage trocknen, 3 Tage Reparatur, roundabout einer Woche sieht der Teppich nigelnagelneu aus? Ganz genau. So, und bei uns, lieber Georg, na? Dauert 7 Tage eine Sekunde. Nein. Doch, ich zeig, beweise es dir. Zeig. Wir sehen uns jetzt wo? In der? Speicherstadt. Und jetzt. Willkommen zurück. Ja, liebe Freunde, so schnell geht das. 1 Sekunde, 7 Tage im reellen Leben. Und wir sind jetzt nämlich in der Speicherstadt, stehen vor dem Teppich, der jetzt, glaube ich, sogar besser aussieht als vorher. Aber du hättest zwischenzeitlich auch mal duschen können. Du hast immer noch dieselben Klamotten an. Tja, aber wenigstens beim Friseur konnte ich gehen. So, was haben wir denn anders gemacht diesmal, Georg? Also was hat sich jetzt verbessert? Also, was sieht schicker aus? Wir haben den Teppich jetzt gewaschen. Richtig per Hand. Du warst ja dabei. Wir haben den Teppich rückgefettet und wir haben den Teppich restauriert. Wir hatten an dem Teppich kaputte Stellen gehabt. Zum Beispiel hier an dieser Stelle, da wurde das komplett ausgeschnitten und wurde neu geknüpft. Die Schirasen wurden repariert, komplett die Fransen wurden hier neu gemacht. So, und das an alle 4 Enden. Das heißt im Grunde genommen, der Teppich ist wieder einwandfrei. Und man kann wieder 20 Jahre Freude dran haben. Und das ist ja die Hauptsache, denke ich mir mal, ne? Das sehe ich genauso. Eine letzte wichtige Frage. Hat dadurch der Teppich auch einen sogenannten Mehrwert bekommen? Auf jeden Fall. Dadurch, dass der Teppich schon von der Ursache schon älter war und jetzt wieder in einen neuen Zustand gebracht wird, aber trotzdem alt geblieben ist, ist der Teppich auf jeden Fall viel, viel wertvoller geworden. Alles klar. Also, liebe Freunde, jetzt habt ihr heute Abend die Möglichkeit gehabt, einen Blick hinter die Kulissen zu erhaschen und habt gesehen, wie das funktioniert. Also, wir haben das Ganze begleitet von A bis Z. Finale haben wir hier gemeinsam uns anschauen dürfen und können. Und wir haben ja auch gesehen, wie dreckig der Teppich war und vor allem, wie kaputt der war. Also, in diesem Sinne, ich bin Zeuge, es sieht toll aus. Schön einpacken, ab nach Hause. Was kostet der eigentlich? Oh, der kostet um die 20.000 Euro. Super. Aber wenn ich noch mal was sagen darf. Nein, ja doch. Ein kleiner Statement an unsere Zuschauer, an alle Teppichliebhaber. Es ist nämlich sehr wichtig bei wertvollen Teppichen, dass man bei der Pflege zu Experten geht. Denn es ist leider so, günstig und billig kann jeder, gut, aber nur die wenigsten. Genau. Und wenn ihr weitere Informationen haben möchtet, liebe Freunde, unten seht ihr natürlich die ganzen Kontaktdaten eingeblendet, inklusive meiner Kontonummer. Ich mache den Teppich für euch safe. 20, ich gebe ihn euch für 15. Felix, pack die Kamera weg, nimm den Teppich mit. Da reden wir aber nochmal, ne? Ach ja, da war ja noch was. In diesem Sinne, danke für die Aufmerksamkeit und vielen Dank auch an Familie Rosenberg. Die stehen da alle noch da hinten, Gewehr bei Fuß, ja, und freuen sich, dass sie da hinten stehen dürfen. Und wir wünschen euch ein schönes Wochenende und für weitere Informationen gerne einfach hier die lieben Kollegen von der Family Rosenberg kontaktieren. In diesem Sinne, tschüss. Präsentiert von Ihrem Orientteppich Wasch- und Reparaturspezialisten aus der Speicherstadt. David Rosenberg, Ihr Orientteppich-Experte seit 1960.